Guten Abend, herzlich willkommen zu Ihrem Gesundheitsmagazin. Willkommen zu Rundum Gesund. Unser Thema ist heute ein recht kleines Organ mit großer Wirkung auf unseren Körper, nämlich die Schilddrüse. Sie ist unser wichtigster Hormonproduzent und wenn sie nicht richtig funktioniert, dann kann das große Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel haben. Bei Annie werden wir später ganz dicht rangehen an ihre Schilddrüse und gucken, wie dieses Organ funktioniert und wie die von ihr produzierten Hormone auf unseren Körper wirken. Außerdem klären wir heute auch noch, ob Salzstangen und Cola wirklich gegen Durchfall helfen. Wir starten mit dem Thema Ärztefehler. Klar, wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Aber warum sollte es in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis da eine Ausnahme geben? Leider haben Fehler, die dort passieren, allerdings oft drastische Folgen. Wie viele Behandlungsfehler es jedes Jahr in Deutschland gibt, das lässt sich nicht genau feststellen, weil nicht alle dokumentiert werden und auch nicht gemeldet werden. Bei Karl-Heinz Seffern wurden gleich mehrere Fehler gemacht. Wir gucken uns mal seinen Fall an. Karl-Heinz Seffern liebt Autos, verkauft Autos und fährt Auto für sein Leben gern. Doch monatelang war das unmöglich. Er brauchte ein Taxi oder musste gefahren werden. In seiner vertrauten Umgebung kann er sich heute wieder ganz gut orientieren. Glasklar sehen kann er jedoch nicht. Dabei war sein Ziel genau definiert, als er sich bei einem Augenarzt vorstellte. Er wollte keine Brille mehr tragen. Gründe dafür hatte er genug. Die Brille hat mich in jeder Hinsicht immer gestört, sage ich jetzt mal. Sei es beim Fußball, beim Sport, das geht nicht, beim Kartrennen. Es gibt so verschiedene Sachen, wo es einfach nicht ging mit Brille. Oder wenn es regnet, Skilaufen beschlägt die Brille. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, komplett ohne Brille mal zu sein. Der Arzt untersucht ihn und verspricht, alles wird gut. Der Klinikprospekt bestärkt die Worte des Arztes. Karl-Heinz Seffern vertraut ihm und den schriftlichen Informationen. Über mögliche Risiken fällt nur beiläufig ein Wort. Da hieß es, es wäre gar kein Problem, ja, bei mir. Gut, es gibt immer gewisse Einschränkungen angeblich, ja, aber die wären bei mir, könnte man jetzt ausschließen. Und ich würde dann so multifokale Linsen eingepflanzt bekommen, dann wäre ich brillenlos. Das klang für mich natürlich super. Ich war komplett begeistert, freute mich. Und der Tag der OP lag mir eigentlich noch zu weit weg, aber ich musste halt abwarten, ne? Die Aussagen des Arztes bestärken Karl-Heinz Seffern in seinem Entschluss. Er hat den Eindruck, umfassend aufgeklärt worden zu sein. Doch was ist, wenn nicht nur der Erfolg ausbleibt, sondern das ganze Leben danach eingeschränkt ist? Rechtliche Fragen, mit denen sich der Fachanwalt für Medizinrecht Roland Uphoff beschäftigt. Er weist auf grundsätzliche Unterschiede hin, wenn es um OP-Entscheidungen geht. Bei einem solchen Fall, wo eben eine Linse eingesetzt wird, muss man sich fragen, ist das wirklich medizinisch erforderlich gewesen? Und dann ist wichtig, ganz unabhängig davon, dass der Arzt natürlich danach richtig behandeln muss und richtig operieren muss, dass er dem Patienten klar und deutlich, schonungslos, wie wir Juristen sagen, mitteilen muss, diese Operation ist aus medizinischer Sicht nicht erforderlich und weil sie nicht erforderlich ist, muss auch der Arzt besonders auf Risiken und Schwierigkeiten dieser Operation, die eben nicht erforderlich ist, aus medizinischer Sicht hinweisen. Die Aussage des Arztes war, dass dass es mal vorkommen könnte, ja, aber einer von 1000 oder 2000 würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Da müssen wir halt eine Brille tragen oder so. Aber er hätte diese Operation hätten sie schon über 40.000 Mal durchgeführt. Und es wäre da eigentlich bei mir nicht der Fall. Aber er müsste mich darauf hinweisen. Nun stellt sich die Frage, hat Karl-Heinz Seffern eine Einverständniserklärung und damit einen Vertrag unterschrieben? Daran erinnert er sich nicht und pocht auf das ärztliche Versprechen, brillenlos zu sein. Ohne jetzt die Details von solchen Linsenoperationen zu kennen, ist es mit Sicherheit medizinisch nicht möglich, eine Garantie zu geben. Das heißt, insofern wäre die Aufklärung oder die Information, alles wird gut, Sie werden besser sehen können, alles wird wieder prima sein, falsch. Deswegen wäre eine solche Information und eine solche Aufklärung nicht korrekt. Und wenn diese Aufklärung nicht korrekt war, haftet der Arzt. Karl-Heinz Seffern konnte nach dem Eingriff kaum mehr etwas sehen. Er hatte ständig Schmerzen. Augentropfen oder Salben halfen nicht. Dann wurde auch noch die Hornhaut gelasert, um das Sehvermögen zu verbessern. Erfolglos. Ein Behandlungsfehler? Auch die Voruntersuchung muss natürlich korrekt ablaufen. Sprich, wenn die Voruntersuchung nicht die Befunde ergibt,
die man aber braucht, um zu entscheiden, wir können operieren, dann wäre das ein Behandlungsfehler. Und genau das scheint der Fall zu sein. Denn Karl-Heinz Seffern hat den Augenarzt gewechselt, wurde nochmal untersucht und getestet. Also da habe ich jetzt erfahren, in erster Linie mal, dass man mich aufgrund einer Augenfehlstellung, hätte man mir diese Multivokallinsen gar nicht einpflanzen dürfen erstmal. Man hätte erstmal versuchen müssen, das rechte Auge, was die Fehlstellung nachweist, wieder zu richten. Man hätte es gar nicht machen dürfen, ein Auge, das zweite Auge am nächsten Tag. Ja, da sollten in der Regel 14 Tage bis 3 Wochen mindestens zwischenlegen. Ja. Also alles falsch. So sind es ja 2 Behandlungsfehler. Zum einen war die Operation, die gemacht wurde, nicht indiziert. Also im Grunde bei diesem Patienten, bei diesem Auge sozusagen nicht möglich. Und das Zweite, es ist darüber hinaus die Operation, Klammer auf, die gar nicht notwendig war, Klammer zu, auch noch falsch durchgeführt worden, weil die falsche Linse eingesetzt worden ist. Also wir hätten hier in dieser Konstellation 2 Behandlungsfehler. Dass dann postoperativ ja immer wieder vertröstet wurde, zeigt im Grunde ja nur, dass auch in der postoperativen Überwachung, wie wir sagen würden, natürlich weitere Fehler entstanden sind. Dann hätte ja möglicherweise schneller nachoperiert werden müssen oder Ähnliches. Ja, sodass wir in so einer Konstellation möglicherweise 3 Fehler haben. Karl-Heinz Seffern will die Augenklinik verklagen. Damit er vor Gericht Erfolg hat, benötigt er ein Gutachten, entweder vom neuen Arzt oder vom medizinischen Dienst der Krankenkassen. Er hofft auf Schmerzensgeld und Entschädigung aller zusätzlichen Kosten, die er hatte. Und auf die, die noch auf ihn zukommen werden. Sein Geld für die Behandlung wird er wohl nicht wiederbekommen. Ich weiß, dass ich da noch einige Schritte gehen muss erst, und das werde ich auch, ja. Aber immer in der Hoffnung, dass es wieder normal wird, halt eben, dass ich wirklich brillenlos bin. Weil das war mein Ziel jetzt, ne? Haben Sie schon mal etwas von Hashimoto gehört? Das, was so ein bisschen nach einer japanischen Pilzart klingt, ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen. Experten schätzen, dass in Deutschland jeder 10. an Hashimoto leidet. Mehrheitlich Frauen, so wie Lina. 5 Jahre ist es her, da merkte Lehramtsstudentin Lina plötzlich, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe gemerkt, dass ich extrem viel Haare in der Bürste hatte früher. Auf dem Kopfkissen habe ich auch einfach oft Haare liegen sehen, in der Dusche. Natürlich verliert jeder Haare, aber ich fand, bei mir waren es schon extrem. Ich hatte auch schon Angst, dass ich irgendwann gar keine mehr auf dem Kopf habe. Aber die Veränderungen machen sich nicht nur äußerlich bemerkbar. Ich war immer wahnsinnig unkonzentriert. Ich konnte mir einfach nichts merken. Es fiel mir richtig schwer zu lernen für die Uni. Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach morgens richtig, richtig lang brauche, um fit zu werden. Sobald ich mich hingelegt habe irgendwo, bin ich sofort eingeschlafen, so müde war ich, egal wie lange ich geschlafen habe. Ein unerträglicher Zustand für die damals 19-Jährige. Ratlos folgt der Gang zum Hausarzt. Verdacht, ihre Schilddrüse spielt verrückt. Der Hormonspezialist sieht aber keinen Handlungsbedarf. Diverse Arztbesuche später ist Lina immer noch ratlos. Im Uniklinikum Heidelberg hofft sie endlich auf Gewissheit. Die Schilddrüse ist die Spezialität von Dr. Lars Kiem, Oberarzt der Endokrinologie. Als erstes überprüft er die Schilddrüsenwerte im Blut der Studentin. Die deuten klar auf eine Unterfunktion des Organs hin. Den Hals möglichst lang machen. In der Ultraschalluntersuchung bestätigt sich Dr. Kiems Vermutung dann. Was auffällt, ist ein relativ inhomogenes Binnenecho der Schilddrüse. Ja, einfach so ein aufgerautes Bild der Schilddrüse. Eben nicht homogen, sondern so ein bisschen grisselig. In fortgeschrittenen Stadien spricht man von Mottenfraß oder schöner, leopardenfellartigen Durchsetzungen. Das typische Bild einer Schilddrüse, die unter Beschuss von Hashimoto Thyreoiditis steht. Die Ursache? Linas Körper bildet fälschlicherweise Antikörper, die das Organ langfristig zerstören. Am Ende des Tages führt es dazu, dass die Patienten eine Unterfunktion entwickeln. Und die Unterfunktion ist das, was sie merken, macht die Klinik, das heißt Unwohlsein, Abgeschlagenheit, Haarausfall, so eine diffuse Symptomatik. Die eine rasche Diagnose oft erschwert. Lina ist also kein Einzelfall. Am Ende bleibt so eine ganz kleine Schilddrüse, die vielleicht noch diese Größe hätte im Vergleich, ja? Also fast nichts. Für mich schon ein ziemlich komisches Gefühl, das zu sehen jetzt wirklich und nicht nur so erzählt zu bekommen.
Als ich das erste Mal das gesehen habe, wusste ich auch gar nicht so über die Krankheit Bescheid und dachte dann, meine Schilddrüse zerstört sich selbst und was bedeutet das überhaupt? Und dann hatte ich natürlich ziemlich viele Fragen. Also ich war schon ziemlich traurig erstmal im ersten Moment. So wie Lina geht es vielen Patienten. Für den Patienten ist es in der Tat schockierend, denn die Botschaft ist ja, sie verlieren eine Organfunktion. Damit muss man erstmal umgehen. Mhm. Dass das aber auf der anderen Seite sehr, sehr gut zu therapieren ist, muss dann eigentlich immer gleich die zweite Botschaft sein. Wer nach dem Schlagwort Hashimoto sucht, findet einen Haufen von Informationen und halbwahre Prophezeiungen von verängstigten Leidensgenossen. Also im Internet habe ich auch viel recherchiert. Das macht einem schon ganz schön Angst, wenn man da genauer liest. Auch in solchen Foren, wo Menschen irgendwas schreiben und auch über den Beruf später, ob man jetzt als Lehrer überhaupt arbeiten kann und verbeamtet wird mit der Krankheit und so weiter. Auch der Experte kennt den Hype um Hashimoto und warnt vor voreiligen Schlüssen. Nicht alles glauben, was überall geschrieben wird, sondern tatsächlich es auf die Fakten runterbrechen. Das ist alles handelbar, wenn es irgendwie in der Hand eines vernünftigen Experten ist und wenn der Patient das Ganze mitgeht und mündig ist und eben nicht sich von vielen, vielen Dingen in der Sekundärliteratur in Verzweiflung bringen lässt, sondern es ist alles machbar. Bei Lina mithilfe von Schilddrüsenhormonen in Form von Tabletten, die sie täglich einnehmen muss. Dr. Kiem hat die Studentin auf die für sie angemessene Dosis eingestellt. Insofern würde ich bei der, wie ist die aktuelle Dosis? Immer noch 25. Genau, würde ich genau bei der Dosis auch bleiben. Seit die richtig eingestellt ist, die Dosierung der Tabletten, geht es mir wirklich viel besser. Ich fühle mich viel, viel fitter. Ich verliere viel weniger Haare, finde ich, im Vergleich zu vorher. Einfach so mein allgemeines Wohlbefinden ist viel besser. Die Hormontabletten wird sie ihr Leben lang nehmen müssen. Aber so kann die junge Frau endlich wieder ihren Alltag meistern. Mein Gast zu diesem Thema ist heute Professor Michaela Axt-Gadermann. Herzlich Hallo. Willkommen, Professorin für Gesundheitsförderung der Hochschule Coburg. Mhm. Wir haben ja gehört, man merkt relativ schnell, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Aber es bis zur Diagnose, dass es die Schilddrüse ist, dauert es doch ein bisschen. Warum? Ja, das ist leider sehr häufig der Fall. Die Schilddrüse verursacht keine spezifischen Symptome, also keine Symptome, die direkt auf eine bestimmte Erkrankung hinweisen. Es sind eher allgemeine Symptome, die auch durch andere Erkrankungen verursacht sein können. Die Studentin eben hatte Haarausfall und sie war müde und unkonzentriert. Das kann durch Infekte oder durch Stress kommen, Prüfungsstress zum Beispiel. Mhm. Deshalb dauert es oft sehr lang und auch Ärzte denken nicht sofort an die Schilddrüse, weil eben auch andere Ursachen für die Beschwerden durchaus verantwortlich sein können. Ist es da ratsam, ins Netz zu gehen und zu googeln? Manchmal ist Dr. Google gar nicht so schlecht. Also die Trefferquote ist natürlich schon durchaus bei manchen Erkrankungen hoch. Aber das kann auch viel Panik verursachen. Das heißt, ich habe Symptome, die sind unspezifisch. Und meistens denke ich dann, ich habe das Allerschlimmste, was Dr. Google mir zeigt. Wir haben gehört, es gibt Überfunktion und Unterfunktion. Mhm. Was heißt das genau? Unsere Schilddrüse ist ein Energiehormon oder ein Energieorgan. Das heißt, sie stellt jeder Zelle des Körpers Energie zur Verfügung. Und daraus erklären sich auch die Symptome bei einer Unter- oder einer Überfunktion. Ja. Wenn die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert, dann fühlen wir uns müde, schwach, schlapp. Wir nehmen zu, die Haare können ausgehen. Und wenn die Schilddrüse zu viele Hormone produziert, passiert genau das Gegenteil. Das heißt, wir fühlen uns getrieben, gestresst, nervös, das Herz schlägt schnell und wir laufen einfach auf Hochtouren. Mhm. Warum sind Frauen vor allem betroffen? Viele Schilddrüsenerkrankungen sind Autoimmunerkrankungen, also zwei, Morbus Basedow und die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung. Und Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen generell häufiger. Ja. Man vermutet, dass Hormone da eine Rolle spielen. Okay, dann lassen Sie uns doch mal bei Annie angucken, wie eine Schilddrüse eigentlich arbeitet. Also jetzt, so wie wir sie sehen, ist sie recht gesund. Mhm. Ne? Die arbeitet jetzt, funktioniert super. Sie haben erzählt, Hormonproduzent, deshalb ist sie lebensnotwendig für uns. Ja. Wir könnten nicht ohne, richtig? Genau. Ja. Die Schilddrüse ist lebensnotwendig. Wenn Schilddrüsenhormone fehlen, müssen die ergänzt werden, substituiert werden. Ja.
Und man sieht hier, die Schilddrüse ist eigentlich ein ganz winziges Organ. Ja. 10 bis 20 Gramm schwer, so groß wie eine Walnuss, liegt vorne am Hals und produziert Hormone, die jede Zelle unseres Körpers erreichen. Ja. Okay. Und was braucht sie, um Hormone zu produzieren? Die Schilddrüse braucht Eiweiß und sie braucht Jod. Mhm. Eiweiß haben wir eigentlich ausreichend, aber Mangelware ist in den meisten Fällen Jod. Je weiter südlich man in Deutschland kommt oder auch in der Alpenregion, desto weniger Jod ist eben in den Böden und auch im Wasser. Das sollen hier die weißen Kügelchen symbolisieren, das soll Jod sein. Wo drin ist besonders viel Jod? Jod finden wir in Seefisch. Ja? Wer zweimal pro Woche Seefisch isst, ist damit ganz gut versorgt. Brot und anderen Gerichten wird inzwischen jodiertes Speisesalz zugesetzt. Ja. Aber im Prinzip der größte natürliche Lieferant ist eben Seefisch. Ja. Und dann produziert sie zwei Hormone, T3, T4. Mhm. Was sind das für Hormone? T4 ist im Prinzip eine Art Speicherhormon und mit Hilfe von Enzymen kann aus diesem T4 T3 freigesetzt werden. Mhm. Und dieses T3 ist dann das eigentlich wirksame Hormon. Mhm. Und Sie haben ja schon gesagt, sie kurbelt den Stoffwechsel an. Das tut sie durch permanente Produktion oder hat sie auch Pausen oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, unsere Schilddrüse, die passt den Bedarf an Hormonen genau dem momentanen Gebrauch an. Das heißt, sie produziert genau so viele Hormone, wie unser Körper braucht. Wenn wir Ruhe haben, im Urlaub sind, dann produziert sie viel weniger Hormone. Wenn wir im Stress sind, wenn es kalt ist zum Beispiel, dann werden mehr Hormone ausgeschüttet, die viele Funktionen im Körper dann eben ankurbeln. Ja, also zum Beispiel Puls, Temperatur, genau. Richtig? Die Temperatur steigt, wenn wir viele Hormone ausschütten. Das heißt, bei einer Überfunktion ist es uns deshalb auch sehr schnell warm. Bei einer Unterfunktion frieren wir eher. Der Herzschlag wird von den Hormonen bestimmt. Das Gehirn braucht Hormone, um richtig zu funktionieren. Ja. Wenn die Schilddrüse so wichtig ist, wie wir jetzt von Ihnen gehört haben, dann ist es doch bestimmt ratsam, die auch regelmäßig checken zu lassen, oder? Wir können mal wieder rübergehen zu unserer Sitzecke. Wie oft sollte man das denn tun? Man sollte die Schilddrüse dann checken lassen, wenn man Beschwerden hat, auf jeden Fall. Wenn Beschwerden bestehen, die im weiteren Sinn auf jeden Fall auf eine Schilddrüsenerkrankung hinweisen können. Aber auch wenn Schilddrüsenerkrankungen in der Familie vorkommen, Autoimmunerkrankungen oder ein Kropf, dann ist es sinnvoll, auch durchaus alle 2 Jahre mal eine Untersuchung durchführen zu lassen. Mhm. Und gibt es einen bestimmten Lebensstil, der möglicherweise unsere Schilddrüse beeinträchtigen kann? Also wir haben klar, also wenn zum Beispiel Jod fehlt, also Ernährung ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, was noch? Genau, also Ernährung ist sehr wichtig, nicht nur Jod, auch andere Spurenelemente sind wichtig für die Schilddrüse. Also wenn wir viel Fastfood essen zum Beispiel oder uns einseitig ernähren, leidet auch die Schilddrüse. Mhm. Stress setzt der Schilddrüse zu, weil natürlich die Schilddrüsenhormone auch ganz eng mit den Stresshormonen in Verbindung stehen. Rauchen ist für die Schilddrüse schlecht, da bestimmte Stoffe im Rauch die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse behindern. Das heißt, wir können selber sehr viel tun, um unsere Schilddrüse gesund zu erhalten. Ja, es gibt auch dieses Phänomen dieser heißen und kalten Knoten. Mhm. Was ist das denn? Ja, das heißt, das wächst nicht die ganze Schilddrüse, sondern es wachsen einzelne Bezirke. Und die können sich von der Steuerung im Gehirn oder des Gehirns unabhängig machen. Die Schilddrüse wird ja über bestimmte Zentren im Gehirn gesteuert. Mhm. Und dann produzieren diese Knoten entweder unabhängig vom aktuellen Bedarf zu viel Hormon oder sie produzieren gar keine Hormone. Mhm. Jeder Vierte hat solche Knoten, die aber sehr häufig erst durch eine Zufallsuntersuchung als Zufallsbefund festgestellt werden. Ja. Wir sehen jetzt diese Wellen, die durch Annie laufen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die die Schilddrüse mit ihrer Arbeit dafür sorgt, mit dieser Hormonproduktion, dass der gesamte Körper in Gleichgewicht bleibt. Kann man das so sagen? Ja, wenn die Schilddrüse intakt ist sie immer das richtige Quäntchen Hormone produziert zum aktuellen Bedarf, dann fühlen wir uns wohl, dann geht es uns gut, dann schlafen wir gut, dann sind wir ausgeglichen. Aber wenn da eben etwas stört, dann merken wir das relativ schnell. Wenn wir an die Fehlfunktion der Schilddrüse denken, dann haben wir auch gleichzeitig immer dieses Wort Kropf im Kopf. Können Sie noch mal erklären, was das ist?
Ja, Kropf ist eine Vergrößerung der Schilddrüse. Und zwar, die Schilddrüse benötigt ja, wie wir schon gesagt haben, Jod. Ja. Wenn wir zu wenig Jod in der Nahrung haben, dann nutzt die Schilddrüse einen Trick. Das heißt, sie wächst, und um auch noch das letzte Quäntchen Jod aus dem Blut zu, rauszuholen. Ja. Und wenn wir einen Kropf haben, kann das eben ganz viele Auswirkungen haben auf unseren Körper. Es kann sein, dass die Atmung behindert wird und so weiter, je nachdem, wie groß dieser Kropf wird. Ja. Und wir sollten eben, sobald wir das Anzeichen haben für einen Kropf, auf jeden Fall zum Arzt gehen, das untersuchen lassen. In einer Schilddrüsenuntersuchung, in einer Ultraschalluntersuchung lässt sich das gut nachweisen. Und in den meisten Fällen erhalten wir dann Jod und vielleicht auch Schilddrüsenhormone. Okay, dann danke erstmal bis hierhin. Wir talken gleich noch weiter. Wenn die Schilddrüse mehr arbeitet, als sie muss und soll, das haben wir eben gehört, sprechen wir von der Überfunktion. Die häufigste Ursache dafür ist die basedosche Erkrankung. Sie ist ebenso wie Hashimoto eine Autoimmunerkrankung. Und für die Betroffenen ist sie eine echte Qual, solange sie unentdeckt ist. Jemand, der sehr hebelig ist, der das permanent ist, der auch nachts nicht zur Ruhe kommt, der sein Herz sehr stark schlagen fühlt. Grundsätzlich ist ein solcher Zustand nicht lange erträglich. Diesen Albtraum hat Karina Jeschke vor anderthalb Jahren am eigenen Leib erfahren müssen. Der Puls war sehr hoch. Natürlich, wenn der Puls hoch ist, dann kriegt man automatisch Panik. Denkt man gleich an Herzinfarkt. Dann kriegt man noch mehr Panik und der Puls steigt dann noch mehr. Karina Jeschkes Hausärztin schickt sie zur Neurologin. Die diagnostiziert Panikattacken und verschreibt der gebürtigen Polin Beruhigungstabletten. Doch die schlagen nicht an. Ich war nur im Bett gelegen, weil ich konnte mich nicht bewegen. Bei jeder Bewegung tat mir weh und der Puls ging immer wieder hoch. Durch diesen Zeitraum von diesen 3-4 Monaten, bis die Diagnose kam, habe ich fast 10 Kilo abgenommen, weil ich habe nichts gegessen. Noch dazu belastet die Ungewissheit die 39-Jährige schwer. Wenn man sich ein Bein bricht oder einen Arm, das sieht man. Die Umgebung hat ein bisschen komisch reagiert, weil das sieht man ja nicht. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Und die haben auch alle gedacht, ich habe Depressionen oder Panikattacken. Als das Herzrasen immer häufiger in unregelmäßigen Abständen wiederkehrt, liefert sich Karina Jeschke mit einem Ruhepuls von 140 ins Krankenhaus ein. In der Uniklinik Mannheim stellt Hormonspezialist Professor Hans-Peter Hammes fest, Karinas Schilddrüse ist vergrößert. Im Blut finden sich Antikörper. Der Ultraschall bestätigt den Verdacht. Sie leidet an Morbus Basedow, eine Form der Schilddrüsenüberfunktion. Antikörper treiben das Organ dazu an, zu viele Hormone zu produzieren. Die Schilddrüse ist vergrößert, der Stoffwechsel arbeitet auf Hochtouren. Sie wurde stationär aufgenommen, weil die Symptome ausgeprägt gewesen sind. Sie hat dann die klassische Therapie bekommen. Wir fügen der thyreostatischen, also der Schilddrüse besänftigenden Therapie, in aller Regel auch eine Beta-Blockade zu. Und das führt alleine schon zu einer Abnahme der Symptome. Die Herzfrequenz senkt sich dadurch. Karina Jeschke bekommt Schilddrüsenblocker verordnet, die sie mindestens ein Jahr lang nehmen muss. Selbst wenn diese antreibenden Antikörper noch da sind, kann die Schilddrüse zur Ruhe kommen, wenn man konsequent ein Jahr behandelt. Und die Patienten, die das durchhalten und das gut machen, die haben eine ganz hohe Chance, dass der Basedow für alle Zeiten weggeht. Endlich kann sie aufatmen. Doch dann der Rückschlag. Die Autoimmunkrankheit greift nicht nur den Hauptgegner, die Schilddrüse, an. Sie hat es auch auf Karina Jeschkes Augen abgesehen. Ich habe gemerkt, beim linken Auge stimmt was nicht. Ja, der war ein bisschen ständig trocken, ständig so, als würde da Sand drin sein. Und dieses Auge war wirklich geschwollen sozusagen. Ja, das war wirklich schlimm. Ich habe ausgesehen wie furchtbar, kann man sagen. Ja, und dann habe ich so eine Weinattacke bekommen, habe ich halbe Stunde geweint, wieso ich. Die Entzündung des Augengewebes lässt ihr Auge hervortreten. Sie sieht doppelt. In Extremfällen kann es zu charakteristischen Glubschaugen und Schädigungen des Sehnervs kommen. Dies bleibt ihr erspart. 12 Wochen lang erhält sie täglich Infusionen mit hochdosiertem Cortison. Inzwischen ist die Mutter von 2 Kindern beschwerdefrei.
Im Moment fühle ich mich jetzt gut. Also ich bin jetzt im Moment seit August ohne Medikamente. Und diese Attacken von hohem Puls habe ich nicht mehr. Damit das auch so bleibt, sehen sich Professor Hammes und Karina Jeschke alle 6 Wochen zur Kontrolle der Hormonwerte in der Klinik wieder. Ja, ein sehr prominenter Patient mit dieser Erkrankung, Basedow, ist Heino. Ne? Deswegen ja. trägt er auch eine Brille, weil seine Augen sehr empfindlich sind, richtig? Mhm. Genau. Weil die Augen können bei Morbus Basedow etwas aus den Höhlen heraustreten und dadurch werden sie lichtempfindlich, sie trocknen schnell aus. Ja. Und deshalb hat er eben diese Brille, die aber inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden ist. Jetzt haben wir gehört, Jod spielt eine große Rolle bei der Vorbeugung, eine Jodversorgung des Körpers. Wobei eine Überversorgung mit Jod ist auch wieder ein Problem. Ne? Warum? Ja, Jod ist ein schmaler Grat. Zu viel Jod kann zum Beispiel Hashimoto-Erkrankungen begünstigen. Ja. Über die Ernährung kann man normalerweise kein zu viel an Jod zu sich nehmen. Wer Seefisch isst und jodiertes Speisesalz verwendet, der ist eigentlich ganz gut versorgt. Mhm. Jodtabletten sollte man nur in Rücksprache mit dem Arzt aufnehmen. Mhm. Da kann es dann zu viel werden. Wie wichtig sind solche Sachen wie Zink, Selen und ähnliche Spurenelemente? Sehr wichtig für die Schilddrüse, weil die Schilddrüse produziert nicht nur diese Hormone, sondern sie muss sie auch freisetzen und speichern. Und dafür werden bestimmte Enzyme benötigt. Und diese brauchen zum Beispiel Selen, um Hormone wieder freizusetzen, oder auch Eisen, um am Anfang überhaupt die Hormone zusammenzusetzen. Das heißt, nicht nur ein Jodmangel kann der Schilddrüse schaden, sondern auch wenn zu wenig Selen, wenn zu wenig Eisen oder zu wenig Zink in der Nahrung ist. Vitamin D ist auch wichtig oder auch Antioxidantien, also Schutzstoffe, die wir aus Obst und Gemüse bekommen. Zink und Selen kriegen wir am besten woher? Was wäre da der Tipp? Was Zink, ja, ähnlich, Zink und Selen, ähnlich auch wie Jod, das ist ja das Praktische, sind alle drei in ähnlichen Nahrungsmitteln enthalten. Seefisch, Muscheln, da finden wir das. Eisen eher in rotem Fleisch, Kürbiskerne sind toll. Selen finden wir hochdosiert auch in Paranüssen und in Kokosnüssen. Ah, ja. Das sind zwar nicht so die Nahrungsmittel, die man jeden Tag zu sich nimmt, aber bereits 4 bis 5 Paranüsse würden den Selenbedarf decken. Ja. Schilddrüsenerkrankungen nehmen zu. Woher kommt das? Ja, so genau weiß man das auch nicht. Eine Ursache für die Zunahme von Autoimmunerkrankungen insgesamt ist sicher zu viel Sauberkeit, zu wenig Kontakt mit Keimen und so weiter. Das heißt, unser Immunsystem ist ja fehlgeleitet bei Autoimmunerkrankungen. Und ähnlich wie Allergien gibt es da auch Zusammenhänge mit viel Hygiene. Mhm. Das heißt, in Ländern mit anderen hygienischen Standards sind Allergien und auch Autoimmunerkrankungen seltener. Mhm. Viele, die an Hashimoto oder ähnlichen Erkrankungen in Verbindung mit der Schilddrüse erkranken, haben auch Probleme mit ihrem Darm. Warum? Ja, der Darm bzw. darin lebende Darmflora ist natürlich ganz wichtig für die Gesamtgesundheit. Und bei Hashimoto fehlt eben dem Darm zunächst auch mal Energie. Das heißt, die Darmtätigkeit ist auch langsamer. Viele Patienten leiden unter Verstopfung. Aber eine gesunde Darmflora, also das sind die Keime, die wir im Darm haben, die ist zum Beispiel auch notwendig, um etwa 20% der Schilddrüsenhormone in die aktive Form zu überführen. Mhm. Und wenn wir eine Störung der Darmflora haben, dann passiert das nicht. Das heißt, wir haben dann eine leichte Unterfunktion, obwohl die Schilddrüse eigentlich in Ordnung ist. Mhm. Man hat im Tierversuch festgestellt, wenn man Tieren Antibiotika gibt, die die Darmflora schädigen, dann sind schon nach wenigen Tagen weniger Schilddrüsenhormone im Blut. Also die Schilddrüse und der Darm, da gibt es ganz viele Verbindungen. Das ist auch ein Thema, zu dem ich eben an der Hochschule in Coburg forsche. Gut, dann merken wir uns auf jeden Fall, Darmgesundheit ein wichtiges Thema auch bei dieser Art der Erkrankung. Und wir merken uns vor allem, ja, es ist schwer zu erkennen, dass es die Schilddrüse ist, aber eine solche Erkrankung lässt sich gut handeln und man kann ganz gut damit leben. Wichtig ist, dass man dran denkt. Ja, ja, das dass man es mit einbezieht, sowohl als Arzt, aber eben auch als Patient. Professor Axt Gadermann, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Wir haben gerade über die Darmflora gesprochen, da passt der nächste Film. Es geht um etwas, das sehr unangenehm ist, wenn man es hat. Deshalb will man es auch möglichst schnell loswerden. Die Rede ist von Durchfall. Meine Oma hat dabei auf Salzstangen und Cola gesetzt. Das fand ich auch immer gut, habe ich auch immer mitgemacht. Ob es jetzt wirklich geholfen hat,
weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, denn irgendwie ging es dann irgendwann immer weg. Umso gespannter bin ich jetzt auf die Antwort, ob an Omas Tipp was dran ist. War man mit der Hygiene nicht sorgsam genug oder hat man was Falsches gegessen? Spätestens einige Stunden später merken wir, dass der Darm sich rächt. Durchfall fühlt sich unangenehm an und der Körper verliert wichtige Nährstoffe. Cola und Salzstangen sollen das wieder ausgleichen. Aber stimmt das? Nein. Es wird immer angeraten, aber ich glaube, das ist ein Mythos. Ja. Selbst schon ausprobiert und mit Erfolg getestet. Ich habe zwar jetzt gehört, dass es nicht helfen soll, aber meiner Erfahrung nach hilft es. Sondern ist das Salz an Salzstängeln. Ja, das weiß ich. Mir hilft's, ja. Wenn es mir schlecht geht, trinke ich mal eine Cola und ein paar Salzstangen. Wir praktizieren das auch zu Hause. Ja. Wenn es nicht gut geht, dann gibt es Cola und Salzstangen. Und wir haben das Gefühl, es hilft. Es läuft gut. Wegen dem Salz und wegen dem Zucker halt in der Cola. Man sagt das ja, aber Salzstangen würde ich nehmen, Cola nein. Ich wäre mir unsicher. Ich würde eher was Gesünderes empfehlen, zum Beispiel Äpfel oder irgendwie sowas. Was stimmt denn nun genau? Braucht unser Körper das Salz der Salzstangen? Hilft Cola, weil wir Zucker und Flüssigkeit brauchen? Oder ist beides nicht gut für uns? Und dieses Hausrezept stimmt gar nicht. Wer Durchfall hat, verliert wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium und viel Wasser. Daher ist das Wichtigste bei Durchfall viel zu trinken. Doch muss es Cola sein? Cola hat zum einen viel Koffein, bei Kindern eh problematisch und viel zu viel Zucker. Und zu viel Zucker kann dazu führen, dass es zu einer vermehrten Wasserausscheidung über die Niere kommen kann. Dadurch verliert der Körper unter Umständen noch mehr Flüssigkeit und wichtige Elektrolyte wie das Kalium. Also kann Cola den Durchfall sogar noch verschlimmern. Und wie sieht es mit den Salzstangen aus? Natrium und Kalium werden im Körper eng reguliert. Salzstangen enthalten aber vor allem Natrium und kaum Kalium. Bei schwerem Durchfall gehen aber beide Elektrolyte verloren und sollten auch wieder aufgefüllt werden. Daher reichen allein Salzstangen nicht, um den Durchfall loszuwerden. Bei leichtem Durchfall können Erwachsene auf das Hausmittel zwar zurückgreifen, aber bei schwerem Durchfall sollte man die Finger davon lassen. Also, Cola und Salzstangen helfen bei Durchfall eher nicht. Besser eignen sich Elektrolytlösungen aus der Apotheke. Oder man macht sie zu Hause einfach selbst. Zum Beispiel aus Orangensaft, Traubenzucker und Salz. Denn darin ist alles enthalten, was der Körper wirklich braucht. Und wenn Sie wieder essen können, sollten Sie mit trockenem Brot, Äpfeln oder gekochten Karotten anfangen. Die darin enthaltenen Pektine binden die Giftstoffe und hoffentlich geht es Ihnen bald wieder gut. Also Cola und Salzstangen sind eher durchfallfördernd. Da sage ich nur schöne Schande. Sie kennen sicherlich alle die rote Schleife, ne? Das Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Aber kennen Sie auch die rosa oder die pinke Schleife? Die soll weltweit die Problematik von Brustkrebs ins Bewusstsein rufen. Daran angelehnt haben Frauen in Bad Neuenahr den Sportkurs Pink Aktiv gegründet. Dass diese Frauen Sport treiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn alle haben Krebs oder den Krebs besiegt. Viele der Teilnehmerinnen waren nach der Diagnose körperlich und seelisch am Boden. Jede kleine Bewegung, die besser gelingt, jeder Schritt, der einfach leichter geht, ist ein Erfolgserlebnis. Und das motiviert natürlich weiterzumachen, sowohl die Therapie als auch den Sport. Pink Aktiv heißt die Sportgruppe von Michi Peters, die sich speziell an Frauen mit Krebsdiagnose richtet. Sie will den Betroffenen helfen, den eigenen Körper wieder wahrzunehmen. Mit Sport und Tanz stärken die Teilnehmerinnen nicht nur den Körper, sondern auch das Selbstbewusstsein. Man bekommt einfach wieder Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen Bewegungsabläufe und Zutrauen in die eigene Leistung, weil man merkt auf einmal, man spürt sich wieder, man schwitzt und weiß, es geht doch weiter. Für eine Stunde lassen die Teilnehmerinnen ihre Sorgen hinter sich.
Das Training hilft ihnen allen, wieder fitter zu werden und bietet Raum für den Austausch miteinander. Das ist so ein geschützter Raum für uns alle. Da kommen wir einfach rein und da sind wir nur wir. Man muss nicht viel erklären und das, finde ich, gibt einfach auch Kraft. Der Sport macht einem auch super viel Spaß. Ne? Das kommt natürlich alles dazu. Man fühlt sich einfach gut, sehr gut. Michi Peters bekam vor 17 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Auch für ihren Mann Paul eine schwierige Situation. Zu dem Zeitpunkt war ihr Sohn Johannes gerade mal ein Jahr alt. Ob seine Mutter ihn aufwachsen sehen würde, wusste sie damals nicht. Ein Jahr lang kämpfte sich Michi Peters durch die Chemotherapie. Sie wollte leben. Für ihre Familie. Heute gilt Michi als geheilt. Doch die Angst, dass der Krebs zurückkehren könnte, bleibt. Deshalb genießt sie jeden Tag mit ihrer Familie. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und je größer der Johannes wird, natürlich, umso eher versucht man dann auch solche Familienfrühstückszeiten oder gemeinsame Essen dann wirklich hochzuhalten. Das ist ganz wichtig für uns, zusammen sein. Viele Jahre lang ging Michi Peters wegen jeder Erkältung und jedem Kopfschmerz zum Arzt. Sie hatte Angst, der Krebs könnte zurück sein. Doch so wollte sie nicht leben. Sie fing an, Sport zu treiben, machte einen Trainerschein und eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Zu ihren Patienten gehören auch Krebskranke. Dabei gibt mir das Gefühl auch wirklich einer guten Arbeit. Das ist was, was ich auch liebe. Ja. Jemanden dabei zu begleiten, wo wirklich der Boden wankt. Ihre Erfahrungen als Heilpraktikerin nutzt Michi Peters auch für die Gruppe Wohlgefühle. Direkt im Anschluss an Pink Aktiv werden dort Übungen zur tiefen Entspannung trainiert. Der Sinn der Entspannungsübungen ist, dass die Teilnehmerinnen einfach von einem sehr hohen Erregungsniveau, mit dem man während der Therapie und auch danach oft noch mit zu arbeiten hat, wieder runterkommen und sich wieder bei sich ankommen. Auch Angehörige werden in die Gruppe mit einbezogen. Sie geben den Betroffenen zusätzliche Motivation und bekommen selber das Gefühl, etwas tun zu können. Ich glaube, dann manchmal ist es auch einfach mehr wert, eben zusammen eben Sport zu machen oder sich zu entspannen, anstatt halt immer lange Reden zu schwingen, wo es dann halt eben auch schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Einfach nur durch ihre pure Anwesenheit gibt sie mir schon so viel Freude. Wohlgefühle und Pink Aktiv geben Krebspatientinnen und ihren Angehörigen Mut und Kraft nach einer schlimmen Diagnose. Also wenn Sie betroffen sind und auf der Suche sind nach Gruppen in Ihrer Region, dann ist mein Tipp, gucken Sie doch mal auf die Webseite der Deutschen Krebshilfe. Da finden Sie sicher Ansprechpartner und Adressen. So, wir bleiben beim Thema Sport, weil er eben das Fundament eines gesunden Lebenswandels ist. Er hilft in nahezu allen Lebenslagen. Es gibt inzwischen ca. 3 Millionen Yoga-Fans in Deutschland, die Tendenz steigend. Warum begeistert dieser Sport immer mehr Menschen? Yoga-Studios schießen in den letzten Jahren vielerorts aus dem Boden. Dabei ist das kein neuer Trend, denn Yoga hat in Indien eine über 2.500-jährige Tradition. Die Grundidee ist, durch Bewegungen, Atemübungen und Meditationsmethoden den Körper mit dem Geist und der Seele zu verbinden. Yoga strafft die Haut, kräftigt den Körper und fördert die Beweglichkeit. Es beinhaltet aber auch meditative Elemente, die helfen sollen, sich in Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu üben. Die Ergebnisse vieler Studien legen nahe, dass Yoga gegen Stress besser hilft als Sport. Die Gesundheitsempfehlung vieler Forscher lautet: leichtes Ausdauertraining fürs Herz plus Yoga fürs Gemüt. Auch medizinisch soll Yoga wirken und gegen Schmerzen helfen. Eine Schlafstudie der Harvard-Universität zeigte zudem, dass Probanden einer Yoga-Gruppe nach einigen Wochen deutlich besser schliefen als eine andere Gruppe, die lediglich eine Schlafberatung erhielt.
Ja, Yoga ist absolut im Trend. Und um meinem Ruf als Trendsetter gerecht zu werden, machen wir jetzt Yoga für Anfänger. Jasmin Brandt ist wieder dabei als Personal Coach, Sportwissenschaftlerin aus Köln. Erzähl mir doch mal, was ich als Yoga-Anfänger denn alles lernen könnte. Wir fangen mal mit einer ganz einfachen Übung an, ja, mit dem Yoga. Das heißt, du darfst mal runterkommen in den Vierfüßlerstand. Und zwar eine klassische Übung aus dem Yoga, die eigentlich jeder ganz gut durchführen kann, ist die Übung, die sich Katze-Kuh nennt. Katze-Kuh, ja, Katze-Kuh. Die haben immer so lustige Namen. Ganz, ne, viele Tiernamen auch, ganz verrückt. Und zwar dafür kommst du eigentlich mal in den Vierfüßlerstand. Ja. Setzt die Hände auf und was du jetzt machst, du machst mal einen richtig großen Katzenbuckel. Das heißt, du ziehst den Rücken mal ganz weit nach oben, roll den Kopf ruhig noch ein bisschen mehr ein. Mhm. Das ist der Katzenbuckel. Und jetzt käme die Kuh, oder ich nenne sie auch ganz liebevoll das Hängebauchschwein. Jetzt lässt du nämlich mal den Bauch richtig durchhängen und geht mal in genau die entgegengesetzte Richtung. Genau. Und das kann man so ganz schön im Wechsel machen. Das ist eine Entspannung auch für den Rücken. Ja, das stimmt. Und man hält jede Position so ein bisschen. Aber das Schöne ist, dass man eben diese Übung nicht nur auf der Matte machen kann, sondern dass man die Katze-Kuh theoretisch auch im Sitzen machen könnte. Ah, okay. Das heißt, ich zeig dir mal die Übung, vielleicht, wenn wir mal nach oben hochkommen. Ja. Schnapp dir mal einen Stuhl. Ja. Setzen wir uns einmal hin. Weil wir wollen ja oftmals auch die Übung gern zwischendurch im Alltag machen. Und dafür darfst du dich eigentlich ganz normal hinsetzen. Ja. Gibst mal die Hände auf die Knie. Ja. Und versuchst jetzt mal im Sitzen den eben genannten Katzenbuckel zu machen. Das heißt, roll den Kopf wieder ein nach unten, genau, so weit wie du kannst. Und jetzt das Hängebauchschwein im Sitzen. Das heißt, einmal richtig schön durchhängen lassen, in so eine Art Hohlkreuz kommen. Genau, wunderbar. Und das kann man auch ganz schön zwischendurch mal machen. Fällt auch fast gar nicht auf. Ach ja, aber es ist doch, das ist ja, man macht beim Yoga ja immer eigentlich minimalste Bewegungen, ne? Aber sie sind wirklich anstrengend. Das Anstrengende daran ist, diese zu halten, ne? Genau. Und was wir jetzt machen, wir versuchen ein bisschen rauszugehen aus diesen arg komplizierten Übungen, die auch viel im Stütz unten auf der Matte sind, weil das schafft am Anfang vielleicht nicht jeder. Ja. Aber eine zweite Übung, die ist auch ganz einfach. Dafür darfst du einmal das Bein über das andere schlagen. Okay. Und jetzt gehen wir in den sogenannten Drehsitz. Das heißt, du nimmst die gegenüberliegende Hand einmal an dein Knie. Nee, die. Na, die andere. Ach so, die. Genau. Ach so, da anders, außen. Genau. Ah, ja. Und jetzt drehst du dich einmal von mir weg. Das heißt, richtig schön in so eine Verwringung von der Wirbelsäule zu gehen. Das heißt, einmal in diese Richtung weit drehen. Genau, ich helfe mal ein bisschen nach. Lässt hier die Schultern schon unten. Ach so. Genau, und jetzt hier richtig in die Drehung gehen. Und das tut dem Rücken eigentlich auch ganz gut. Kann man auch noch schön mit der Atmung arbeiten. Das heißt, ich bin so verdreht, dass ich kaum noch atmen kann. Versuch locker zu bleiben. Ja, dafür ist das Yoga da. Und dann drehst du dich einmal wieder in die Mitte auch zurück. Genau. Locker lassen, entspannen, perfekt. Und jetzt nochmal, ich muss eine andere Seite nehmen. Immer machen, die andere Seite nehmen, sonst gehst du dann schief aus dem Studio, das ist nicht das gut. Genau. Schultern wieder hier schön tief lassen, genau, bleib hier schön weit unten. Okay. Genau, und da immer so einen kurzen Moment halten. Und das kann ich auch nach so einem langen Tag im Sitzen ganz gut dann mal durchführen. Aber muss man das nicht normalerweise, sollte man Yoga nicht unter Anweisung machen? Also du sagst jetzt, ich kann das alleine machen. Die simplen Übungen kann man alleine machen, aber ich würde immer jemandem empfehlen, wenn er startet, erstmal wirklich einen Kurs zu besuchen und nicht sich einfach nur die Übungen anzuschauen im Video, vor allen Dingen die komplizierten Übungen, weil man kann halt doch viel falsch machen. Dann wird schnell mal aus einem schönen herabschauenden Hund dann doch der Straßenköter, wenn man ihn falsch macht. Das ist der nicht so schöne herabschauende Hund im Yoga. Das ist dann Straßenköter. Das ist dann der Straßenköter. Jetzt sind wir aber deswegen, ganz weit in den Insider. Deswegen machen wir jetzt nur die einfachen Übungen. Ja. Wir können nämlich auch die Taube, das ist eigentlich auch eine ganz komplizierte Übung beim Yoga, können wir auch vereinfachen. Da legst du einmal noch das Bein wieder über das andere. Mhm. Das ist jetzt die sogenannte sitzende Taube. Und damit dehnen wir so ein bisschen unsere Po-Muskulatur auf. Das heißt, wir drücken eigentlich nur unser Knie nach unten. Und jetzt beugst du dich hier mal wieder nach vorne. Und jetzt müsstest du so ein leichtes Ziehen Richtung Po-Muskulatur hochmerken. Ich wollte gerade sagen, welches Ziehen meinst du? Ich spüre mehrere. Das ist super. Haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ist doch toll. Oh. Genau. Und dann auch da wieder einmal wieder locker lassen. Und das Schöne ist beim Yoga, wir können ja selber bestimmen, wie tief wir in die Dehnung reingehen. Also ich würde auch Anfängern immer empfehlen, erstmal locker zu starten. Vielleicht, wie gesagt, mit der Katze-Kuh und sich dann langsam ranzutasten. Ja, okay. Eine können wir noch. Für eine haben wir noch Zeit. Wir haben auch noch das Krokodil. Wir bleiben im Tierreich. Ja. Die könnte ich auch in Bauchlage machen, kann die aber genauso gut im Sitzen machen. Und zwar ist das eine Öffnung für die Schulterblattmuskulatur. Okay. Und zwar dafür greifst du einmal mit den Händen hinterm Rücken zusammen. Genau. Und jetzt versuchst du mal, die Arme ganz weit nach unten zu strecken. Brust raus und richtig schön den Brustkorb zu öffnen. Das tut auch immer ganz gut. Boah. Schön weiteratmen. Und dann lässt du da auch da mal wieder locker, kommst langsam aus der Bewegung wieder raus. Genau. Und versuchst dich dann auch noch mal zu strecken. Wir gehen noch mal rein. Noch mal reingehen? Genau. Sehr gut. Perfekt. Jasmin, das war jetzt kurz, aber ganz schön knackig. Ich mache jetzt nach der Sendung den hechelnden Wilms, weil ich jetzt kaputt bin. Und ich danke dir auf jeden Fall für dieses kurze Yoga-Training. Und Ihnen wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bitte rundum gesund. Tschüss.